Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um Traumdeutung nach C.G. Jung. Ich habe heute Dr. Gary Bruno Schmidt bei mir. Er ist wirklich, ja, psychologischer oder analytischer Psychologe, gerade zum Thema C.G. Jung. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema gemeinsam beleuchten. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Gary. Hallo, Corinna. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Traumdeutung ist ja ein so interessantes Thema. Was versteht C.G. Jung unter Traumdeutung? Weil da gibt es ja bestimmt viele verschiedene Ansätze. Ja, genau. Seit eh und je haben Träume den Menschen interessiert. Auch in der Wissenschaft, man versucht zu verstehen, warum träumt der Mensch überhaupt. Und von der psychologischen Seite, Träume haben häufig eine Geschichte. Manchmal ist diese Geschichte ganz wirr. Man sagt ja, vielleicht Träumen sagen die Zukunft voraus und so weiter. Und bei Jung, und ich mache diese Erfahrung, also ich habe tausende von Träumen gedeutet über die Jahre. Und es ist sehr sinnvoll, die Träume so zu verstehen, wie die unbewusste Wetterlage. Mhm. Das heißt, eigentlich die Haltung, ein Traum will uns gar nichts sagen, ne, wie das Wetter. Dass ein Traum auch das Unbewusste, diese unbewusste Aussage, die kommt im Traum unbewusst, weil wir schlafen. Außer dass wir luzide Träume haben, das ist etwas anderes. Mhm. Steuern wir die Träume nicht, die kommen einfach wie das Wetter. Und wie das Wetter, das Unbewusste ist nicht weise. Man hört das immer wieder, oh, die Weisheit des Unbewussten, mhm. Sogar in der hypnotherapeutischen Kreisen, wo ich sehr viel zu tun habe. Man sagt, man redet von Weisheit des Unbewussten, mhm. aber meine Haltung, und das habe ich gelernt von meiner Lehranalytikerin Annejelle Jaffe. Und diese Schule von der Jungsche Gedankengut sagt ja, das Unbewusste ist ein Naturphänomen wie das Wetter, will uns nichts sagen. Aber um das zu klären, und ich glaube, das habe ich einmal hier dieses Beispiel gemacht. Also wenn du und ich würden entscheiden, wir machen ein Geschäft zusammen. Wir machen ein Geschäft auf in St. Gallen, mhm. Schuhgeschäft. Du kennst dich aus in Schuhen und ich in Geschäftswesen ein bisschen. Super. Jetzt treffen wir uns, sagen wir, am Samstag. Es wäre jetzt Sommer. Wir mhm. treffen uns am Samstag am Bodensee und wir laufen da ein bisschen entlang, kaufen ein Sandwich und wir reden über unser Geschäft. Mhm. Okay, wunderbar. Jetzt am kommenden Freitag, wir sollten uns am Samstag treffen, am kommenden Freitag Wetterbericht, Sturm am Samstag. Was will das Wetter uns sagen? Keine gute Business-Idee? Nein, eigentlich ist das ja, gar nichts. Ja, das ja, Wetter aber will man uns, könnte jetzt genau, natürlich und alles das ist eben der Witz. Das Wetter will uns gar nichts sagen. Gar nichts sagen. Ja. Null niente silch. Aber die Corinna, die hat diese Woche ein bisschen überlegt, das mit dem Gary, und ich habe keine Ahnung, ob er überhaupt wirklich sich auskennt. Und so, du rufst mich an, hey Gary, weißt? Schwäbisch. Ja, am Samstag wird es regnen, weißt, es Sturm, weißt. Und ich habe mich so gefreut, mit dir diesen Geschäft zu machen, weißt. Aber wegen dem Sturm und so, wir können nicht so da entlanglaufen, weißt. So, jetzt, ich rufe dich dann an nächste Woche mhm. oder demnächst und wir reden dann mhm. weiter. Auflegen. Puh, du ja. hast den Gary vom Hals. Okay, aber der Gary... Es könnte sein, der Gary ist ein bisschen schneller. Mhm. Und der sieht, oh mein Gott, Sturm. Und mit dieser Corinna, und sie hat so Stil, und sie kennt sich aus mit Schuhe, und das wird ein Bombengeschäft sein. So, ich rufe dich an und sage, hey Corinna, Samstag regnet, stürmt, no problem. Ich lade dich ein zu einem Edelrestaurant, Business Lunch. Ich zahle alles. Wir reden über unser Geschäft. Ne? Mhm. Das heißt, das Wetter macht uns beide bewusst,
was da unbewusst lauert. Mhm. Bei dir lauert Unsicherheit. Bei mir war dann die Unsicherheit und bei dir kam nochmal die Motivation, da auf jeden Fall dran zu bleiben. Und das kennen wir vielleicht als Kinder. Wir fragen, Mama, sollte ich lange Ärmel oder kurze Ärmel anziehen? Und Mama sagt, kurze Ärmel. Und dann der kleine Gary sagt vielleicht, oh ja, danke, dann Mama ist zufrieden. Mhm. Oder der kleine Gary sagt, oh nein, lange Ärmel. Und Mama denkt, dass Gary ist widerspenstig, aber eigentlich Gary wusste schon, unbewusst, lieber lange Ärmel, aber ich habe keinen Zugang dazu. Mhm. Und ich brauchte diese Input von Mama. Ja. Mhm. Und um nochmal zu erkennen, was ist richtig und was ist für mich stimmig und was nicht. Oder wir zwei jetzt zum Mittagessen, wir sehen, hey, gehen wir zusammen Mittagessen? Hey, Corinna, möchtest du Italienisch oder Asiatisch? Und du sagst, ach, Gary, das ist mir gleich. Ich habe einfach Hunger, du entscheidest. Und dann sage ich, ah, okay, gibt eine tolle Pizzeria um die Ecke, gehen wir da. Und dann sagst du, oh nein, Gary, ich will kein italienisches Essen. Weißt du, gerade vorher habe ich dich gefragt. Ja, ja, aber genau, wenn ich dann entscheide, plötzlich merkst du, oh das nein. Das wollte ich doch nicht. Lieber asiatisch. Oder vielleicht merkst du, eine gute Idee. Ja? Mhm. Wir brauchen manchmal diese Input. Und da, die Träume, so, das könnte genauso gut, wir beide träumen, es regnet am nächsten Tag. Der Traum will Corinna nicht sagen, mach das Geschäft nicht mit Gary, aber Corinna hat unbewusst das Gefühl, eigentlich lieber nicht. Ne? Der Gary, der merkt, oh, Sturm, meine unbewusste Haltung ist das Geschäft nicht mit dir machen, aber die Unbewusstheit, das Unbewusste will mir nicht sagen, mach es nicht, aber das kommt vielleicht von meinem Mutterkomplex. Mhm. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Gary, Hände weg von neuen Geschäften, mach das nie. Und so, in deinem Fall würdest du Traum, Sturm absagen. Ja? Mhm. In meinem Fall würde ich tendieren abzusagen wegen dem Sturm. Und dann musste ich vielleicht mit meinem Therapeut herausfinden, hey Gary, das ist dein Negativismus, dein Minderwertigkeitskomplex, dein Komplex, deine Ängste, neu in ein Geschäft einzutreten. Das wäre sehr wichtig, doch ins Geschäft zu gehen. Mhm. Ne? So, dass die unbewusste Einstellung ist bei uns beide negativ, bei dir zu Recht und bei mir wegen ein Komplex. Mhm. Na, und das ist ja aber die Kunst, das rauszufinden. Genau. Ich habe das auch ganz oft manchmal, wo ich denke, oh, ich habe kein gutes Gefühl bei einer Situation, wo ich dann aber schwer unterscheiden kann, ist es jetzt ein Komplex, der mich davon abhält, oder ist es wirklich Intuition? Ja, ja. Und da ist natürlich jetzt die Kunst, das rauszufinden, oder? Und das ist schwierig. Deswegen, eigentlich braucht man ein Gegenüber. Mhm. Also wir Therapeuten, wir haben alle eine Therapie gemacht hinter uns, dass wir ein bisschen erkennen können, was ist ein Komplex, was wir nicht folgen sollten. Was ist dann vielleicht eine korrekte Intuition? Genau, in diesem Beispiel, das war deine Intuition, war korrekt. Mhm. Und bei mir, es war eher ein Pessimismus, ein Minderwertigkeitskomplex, eine Angst, etwas zu wagen. Und ich sollte dann über den Schatten springen und etwas anderes machen. So, mein Unbewusste ist so konstelliert wie eine Wetterlage. Mhm. Aber es ist nicht so, dass das Wetter mir das sagen wollte. Mhm. Ich muss immer noch mit dem Bewusstsein sehen, folge ich Sturm absagen oder nicht. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir ein Bewusstsein, sonst könnten wir ohne Bewusstsein einfach durch das Leben gehen. Also, wieso haben wir überhaupt ein Bewusstsein? Wenn das Unbewusste so weise ist und weiß alles, dann könnten wir uns einfach führen lassen, vom Unbewussten. Und
Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir schauen. So in der Traumdeutung, man schaut die Träume an. Alle diese Figuren, egal was ich träume, Männer, Frauen, Giraffen, Sturm, das sind Anteile von mir. Mhm. Und ich nehme aus dem Alltag die Impulse, die ich brauche, um meinen Traum heute Nacht zu basteln. So vielleicht ein Hund hat mich angebellt heute und ich träume, ein Hund bellt mich an. Mhm. Normalerweise sagt man, ach, natürlich, weil der Hund war da. Aber viele Sachen sind mir heute passiert. Ne? Ein anderer Hund kam und war ganz, ganz niedlich und süß und saß auf meinen Schoß. Von dem habe ich nicht geträumt. Mhm. Warum habe ich für den Traum den bellenden Hund genommen und nicht den Schoßhund? Mhm. Ne? Und da, so, man muss dann sehen, das ist eine unbewusste Dramaturgie. Und jetzt mit dem Bewusstsein und so gut wie ich meine Komplexe kenne und so, was kann ich dann daraus machen, was sagt das mir, das hilft, weiter im Leben zu gehen. Und das ist anders, als wenn man die Träume als metaphysische Realität nimmt. Ne? Das wäre Hellseherträume und so, wo man denkt, ja, das ist, mhm. Ist so. Ja. Wenn jetzt Menschen wirklich unter immer gleichbleibenden Träumen, ja, man kann ja manchmal sagen, leiden, ja, weil es dann wirklich einen nervt, dass es immer wieder das gleiche Thema kommt. Wie gehst du dann wirklich in der Traumdeutung damit mit den Patienten um? Also wie kann ich das dann nutzen? Ja, okay. Oder vielleicht hast du auch ein Fallbeispiel, das wäre natürlich auch spannend. Im Moment jetzt nicht. Aber wie man damit umgeht, man schaut, okay, welche Situation konstellieren diese Träume, die wiederholen sich. Mhm. Erkennen wir etwas, ist das immer, wenn etwas bevorsteht oder etwas gerade passiert ist, dass ich solche Träume habe. Mhm. Einige Leute kennen, das habe ich schon in der Praxis gehabt, nach jedem Abschluss, ein Traum, zum Beispiel, dass es telefoniert. So der Mensch, der hat sein Lehreabschluss oder Gimmi-Abschluss, Matura, mhm. oder Uni, oder der hat irgendetwas als Akupunktur oder Naturheilkunde, Abschluss, irgendein Abschluss. Ja. Und dann kommt innerhalb der nächsten paar Wochen oder Monate ein Traum, zum Beispiel, ist telefoniert. Hallo? Ja, ist das, sagen wir in meinem Fall, spreche ich mit Georg Smith? Und ich sage, nein, das ist Gary Schmidt. Aha, nein, wir wollten Georg Smith, weil er hat eigentlich bestanden und Gary Bruno Schmidt hat nicht bestanden. Ja. Wir haben einen Fehler gemacht. Ne? Ja. So, das wäre so eine Art wiederholende Traum. Das wäre ein, sagen wir, das könnte dann ein Mutterkomplex sein, wenn die Mutter von dieser Person immer ihr Wort, ihre Versprechen nicht gehalten hat. Nehmen wir an, das Kind, Mama hat immer gesagt, ja, Mama, ich will in den Zoo, gehen wir morgen, und dann morgen, oh, wir können nicht gehen, Gary, weil der Zoo hat zu. Und dann der Gary lernt erst später, der Zoo hat nicht zu. Na, Mama hat es einfach gesagt. Na, Mama nimmt immer Dinge zurück. Sie hält ihr Versprechen nicht. Mhm. Dann diese Gary könnte solche Träume haben. Na, der Lehrmeister hat gesagt, der Gary, jetzt bist du Metzger, abgeschlossener Metzger. Und also ich habe sogar das da, und es steht, Gary Bruno Schmid, mhm. Metzger. Aber die Welt ist Mutter. Und irgendwann werde ich einen Anruf bekommen und die sagen, oh, wir haben einen Fehler. Nein, das warst du nicht. Mhm. Tut uns leid. Ne? Das wäre ein Mutterkomplex, die dann sich äußert, wenn eine Autorität, männlich oder weiblich, es ist egal, mir etwas sagt, dass die nehmen es doch zurück. Ah, ja. Okay. Und das könnte ich dann sehen in diese wiederholenden Träume. Und wenn ich das dann endlich erkenne, aha, immer Abschluss, dann so ein Traum. Wie war das mit meiner Mutter? Okay, dann vielleicht dann durch diese Erkenntnis
hören die Träume, solche Träume auf. Aber es wird, ich musste dann gestehen, egal was ich jetzt bekomme, vielleicht ist ein Misstrauen da. Und dann, um diesen Komplex zu behandeln, jetzt im Wachleben, ich würde sagen wir, ah ja, das Diplom an der Wand hängen. Vorher, alle meine Abschlüsse, sage wir gingen in die Schublade, so verschwunden. Und jetzt muss ich das bewusster machen, dass ich sehe, hey, das stimmt. Mhm. Na, das bin ich und das stimmt. Und so könnte ich dann langsam mein Mutterkomplex überwinden. Ja. Mhm. Und dann die Einsicht kam aus der wiederholenden Träume. Mein Therapeut muss mir helfen, den Ursprung zu finden. Und dann... Was ja auch immer so ein Thema ist bei der Traumdeutung, sind ja Sterbeprozesse, Todesfälle oder wie jetzige Jungen da vor bei diesen Träumen, wenn man jetzt irgendwie, es stirbt jemand nahes oder Verwandtes. Ja, gutes Beispiel. Also nehmen wir, der Träumer ist so um 20 und träumt, meine Eltern sind umgekommen in einem Autounfall. Jetzt, das kann positiv sein, wenn der Junge Ängste hat, auszuziehen, kann sich kaum von den Eltern trennen. Das war das Thema in der Psychotherapie. Und dann irgendwann kommt so ein Traum. Dann könnte man sagen, aha, im Unbewussten, das unbewusste Wetter erlaubt Abschied von den Eltern. Weil Tod ist ein Symbol, archetypisches Symbol. Wir kommen zu dem Wort Archetyp. Die Figuren, das sind meine Komplexe, Mama und Papa, die sterben. Archetypisch ist, das heißt endgültige Lösung. Ja, aber das ist genau, was dieser junge Mann braucht. Das war das Thema in der Psychotherapie. Okay? Schnitt, derselbe Traum, aber der andere Junge, der hasst seine Eltern und ist selber weggegangen mit 16 und seitdem gar nicht kommuniziert. Und jetzt sterben die im Traum und das drückt sein Wunsch nach Abgrenzung. Oder die Abgrenzung ist da vielleicht... Ist das sein sehen wir das unbewusste Haltung? Aha, die Eltern könnten sterben. Ich habe jetzt nichts von mir hören lassen seit ein paar Jahren. Vielleicht bevor meine Eltern sterben, werde ich sie anrufen, wieder kennenlernen. Das heißt, der Traum sagt nicht, was man tun sollte, aber er sagt, wie das unbewusste Wetterlage, die unbewusste Wetterlage ist. Und dann mit dem Bewusstsein macht man etwas daraus. Ja. Und das ist der Umgang. Es ist nicht, ich wünsche, dass meine Eltern sterben, unbedingt. Also okay, ja. Im zweiten Beispiel mit der Aggression, das wäre dann vielleicht ein Todeswunsch. Aber es muss nicht sein. Und es muss nicht etwas prophetisch sein. Prophetische Träume, etwas in diese Richtung, die sind extrem selten. Ich denke, das gibt sowas, dass man irgendwas träumt. Normalerweise... Ich habe selber nicht sowas gehabt, aber Patienten. Und wenn die sowas haben, dann, das hat eine ganz andere Qualität. Die müssen nicht fragen, ist das prophetisch? Die wissen irgendwie, die erahnen etwas. Das ist etwas ganz anderes. Diese Träume muss man nicht deuten. So im Prinzip, man nimmt den Traum als unbewusste Wetterlage und dann mit dem Bewusstsein fragt sich, okay, warum ist diese Wetterlage so? Kann ich das verstehen aus der Situation? Und dann... Okay, wenn ich es verstehe, was mache ich damit? Was mache ich daraus? Also ich plane eine Grillparty morgen für Samstag. Jetzt ist Sommer. Okay, wieder Wetterbericht, Regen. Das Wetter will mir nichts sagen, mach keine Grillparty. Aber wenn ich eine Grillparty mache, will, wenn es mir wichtig ist, dann sollte ich Zelte mieten oder die Party weitermachen, aber drinnen ohne Grill. Na, oder wenn ich merke, oh, eigentlich wollte ich keine Grillparty, eigentlich habe ich das nur pro forma gemacht, dann sage ich ab, ich habe eine gute Ausrede. Ne? Aber der Traum will mir nicht sagen, was zu tun, aber das zeigt, okay. Oder das Wetter will mir nicht sagen, was zu tun, aber das gibt mir eine Gelegenheit, etwas daraus zu machen. So, ja. Mir fällt gerade noch ein Traum ein.
da wo ich lebe, meine Nachbarin und ich, wir haben unabhängig voneinander immer geträumt, dass hinter unserem Haus ein Flugzeug abstürzt und wir sind in einer Einflugschneise. Und haben uns irgendwann mal darüber unterhalten. Ja. Und wirklich, unser Traum war fast identisch. Immer hinter unserem Haus ist dieses Flugzeug abgestürzt, wo wir gedacht haben, was ist denn das, wenn man dann wirklich auch noch Menschen begegnet, die das Gleiche geträumt haben? Ja, okay. Ich denke, das ist normal. Vielleicht, wenn ich da zu euch da in dem Haus ziehe, werde ich auch so einen Traum haben. Das wäre die unbewusste Haltung. Das ist eine unbewusste Angst, ja ein bisschen, es könnte passieren. Ja, man hört das immer, Flugzeuge können abstürzen. Ach, irgendwo ist eine unbewusste Verunsicherung, das könnte geschehen. Ne? Aber ich würde das nicht als prophetische Traum sehen oder so, sondern eher eigentlich ganz normal, wenn man in einer Flugschleuse wohnt. Man könnte sogar ein Experiment machen und dann in der Flugschleuse die Leute fragen mit einem Fragebogen, wie oft haben sie sowas geträumt und das vergleichen mit einem anderen Ort, kein Flugschleuse, wie viele Leute solche Träume haben. Mhm. Und ich wette, das wäre eine falsifizierbare wissenschaftliche These. Meine Hypothese wäre, dass in der Flugschleuse Leute eher solche Träume haben. Etwa in der Richtung. Ne? Ja, stimmt. Ja. Ja, dass man da auch wiederum klar die unbewussten Themen dann im Außen hat. Ja. Was gibt's noch Wichtiges? Was macht die Traumdeutung von C.G. Jung so besonders? Ja, ich glaube in der Tat diese Idee, das Unbewusste ist ein Naturphänomen, es hat nicht eine Weisheit in sich, dass man ein Bewusstsein braucht, dass die Figuren im Traum sind komplexe, das heißt Bündel von Gefühle und Gedanken, die verknüpft sind mit dem, was da abläuft, mit der Dramaturgie. Es gibt aber eine andere Schule von Jungsche Gedankengut und die nehmen die Träume mehr, sagen wir, metaphysisch als Realitäten und glauben mehr an die Weisheit des Unbewussten. Mhm. Das ist eine ganz andere Haltung. Das sind auch Jungianer, die diese Haltung haben. Ich habe von meiner Lehranalytikerin Anne Jaliafe und ich vertrete das eher, dass das einfach ein Phänomen ist. Der Jung selber hat das zum Schluss, man kann beides von Jung lesen, aber seine spätere Meinung war das, weil er ist ein bisschen in diese reingefallen mit dem Entwicklung vor dem Zweiten Weltkrieg, wo Nazi-Deutschland so viele Symbole hat, Swastika und Kristallnacht, und die benutzen alle diese Wörter. Und Jung dachte, das kommt alles vom Unbewussten, das sind archetypische Symbole. Na, das Swastika ist ein archetypisches Symbol, dass man etwas ausdrückt. Und vielleicht das mit Nazi-Deutschland ist doch gar nicht so schlimm. Dann müsste er zugeben, dass es schlimm war, aber das hat er nie getan. Mhm. Ne? Aber er hat seine Traumlehre geändert, dass das Unbewusste nicht eine Weisheit in sich hat, weil das war nicht eine Weisheit in Nazi-Deutschland, was so ausgekommen ist, und hat sich nie entschuldigt, aber seine Traumlehre geändert von dieser mehr metaphysischen Idee, Träume, das ist eine vielleicht... Und das Unbewusste ist eine Realität und das Unbewusste beinhaltet eine Weisheit. Das hat er dann verworfen und später dann diese Haltung gehabt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja. Und die Anne Jaffe, die war Sekretärin bei ihm, hat sein Lehrbuch, also sein Biografie geschrieben, und sie behauptete auch als Juden, dass er war nicht antisemitisch. Mhm. Er hat viele Juden also unterstützt, dass die in die Schweiz kommen kann, aber der hat sich verirrt mit seinem Glaube an Weisheit vom Unbewussten und dann hat doch nicht die Größe zu sagen, ups, habe einen Fehler gemacht, aber er hat seine Lehre geändert. Ja, schön. Ja.
Gut. Danke für den, ja, für die, ja, genau, bereichernden Interviews mit dir sowieso danke, immer. Conan. Ist immer wirklich sehr schön und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Da gibt es ja noch so ein paar spannende Themen, die wir noch gemeinsam anschauen können. Aha. Danke dir. Danke dir auch. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten auch große Freude an diesem Interview und an unseren wundervollen Gästen und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.